Hallo zum Thema Instrumentenkunde in der Grundschule. Heute möchte ich das erste Musikinstrument vorstellen. Ich habe es hier auch gleich schon mitgebracht. Und wie man unschwer an dem Koffer erkennen kann, befindet sich hier drinnen eine Violine, auch Geige genannt. Ich werde jetzt schnell den Koffer öffnen und als erstes einen wichtigen Bestandteil herausholen, mit dem die Violine gespielt wird. Das ist der Geigenbogen. Der Geigenbogen sieht so aus. Und wenn man den aus dem Koffer herausholt, sieht man deutlich, dass diese Haare hier, die von einem Pferdeschweif stammen, locker gespannt sind. Das Erste, was man den Kindern schon erklären kann, ist, dass durch einen Zugmechanismus, den sogenannten Frosch, wenn man an dieser Schraube hier dreht, der Teil nach hinten gezogen wird. Das werde ich jetzt auch einmal tun. Und dadurch ist schnell gleich sichtbar, dass ich die Saiten, die Pferdehaare spannen. Für die Schüler ist es wichtig, dass man diesen Bogen auch wirklich fühlen lässt. Am besten, wenn es nicht zu viele Schüler sind, geht man rum und reicht den Bogen kurz hin, um die Haare betasten zu lassen, möglichst im lockeren Zustand und dann auch im gespannten Zustand. Ein kurzes Gespräch darüber, dass die Haare vom Pferd sind, ist sicherlich auch ganz spannend. Natürlich ist es wie beim Friseur, tut es den Tieren nicht weh, wenn die Haare abgenommen werden. Im nächsten Schritt kommt dann die Violine, die man hier schön sehen kann. Und ich erkläre als erstes mal ein paar wichtige Bestandteile der Violine. Dieses Teil nennt man den Saitenhalter. Am Saitenhalter sind kleine Schräubchen dran. Diese Schräubchen sind für die Feinspannung der Saiten zuständig. Wenn ich also hier dran drehe, verändert sich ganz fein die Tonhöhe. Und man hört schon jetzt, dass die Violine erst einmal gestimmt werden muss. Das geht am einfachsten, wenn man den Geigenbogen in die Hand nimmt. Und das ist nicht ganz so einfach, das Instrument zu stimmen. Und die letzte Saite noch stimmen. So können wir es jetzt einmal lassen. Und ich war dabei, die einzelnen Bestandteile der Violine zu erklären. Dieses Teil nennt man den Steg. Über diesen Steg laufen die einzelnen Saiten. Und besonders wichtig ist zu erklären, dass dieser Steg gewölbt ist. Dies ist auch wirklich von besonderer Bedeutung, da der Geigenbogen ja die einzelnen Saiten anspielen soll. Nicht wie bei der Gitarre, wo alle Saiten auf einer Ebene liegen. Hier ist das Ziel, wirklich jede Saite einzeln anzuspielen. Und daher erklärt sich auch die Form der Violine. Wenn diese Ausbuchtung hier nicht wäre, würde ich jetzt auf dem Holz spielen und könnte gar nicht die Saite erreichen. Man kann es aber schön sehen, dass diese Ausbuchtung sehr gut genutzt wird. Nachdem über diesen Steg die Saiten gespannt sind, laufen sie am Griffbrett vorbei und gehen oben in den Stimmwirbel rein. Hier sind für jede Saiten die Hauptstimmwirbel, das heißt die Saitenspannung an sich wird hier eingestellt. Die Schrauben hier unten, die wir gerade eben hatten, sind nur zu fein. Justierung zum Nachstimmen. Das Letzte, was vielleicht noch wichtig ist, wenn man die Violine so betrachtet, sieht man, ich glaube auch hier in dem Video, dass der Boden nicht gerade ist, der ist gewölbt. Diese Wölbung ist wirklich auch für die Violine sehr besonders, da der Schallraum,
Resonanzkörper sehr klein ist, hat man festgestellt, wenn man den Boden wölbt, ähnlich wie bei einer Kirchenkuppel, wird der Klang intensiver. Deshalb hat man hier den Aufwand betrieben, die Saite zu wölben. Und den Deckel sowohl als auch oben als auch unten sind beide gewölbt und dadurch ist der Klang noch viel weicher und intensiver geworden. Ja, im nächsten Schritt geht es jetzt darum, den Kindern vorzustellen, wie man auf der Violine spielt. Ich selbst kann auch die meisten Instrumente, die ich jetzt vorstellen werde, nicht richtig spielen. Das ist, glaube ich, aber gar nicht so entscheidend für diese Unterrichtseinheit. Es reicht, wenn man das Prinzip des Instruments zeigen kann. Und das Prinzip funktioniert so, dass der Geigenbogen in die rechte Hand genommen wird. Der Daumen wird auf diesen weißen Punkt aufgelegt und die anderen Finger werden möglichst gerade gehalten. Dann wird die Saite gleichmäßig mit dem Geigenbogen angestrichen. Ich versuche trotzdem jetzt mal ein kleines Lied zu spielen. Ja, das hat natürlich jetzt keinen künstlerisch wertvollen Charakter, aber für die Schüler ist es gut zu sehen, wie die Finger auf den Saiten abgesetzt werden. Ich komme noch einmal ein bisschen dichter, dass man das hier sieht, wie die Saiten abgedrückt werden. Und spiele die Melodie gerade noch einmal. Ja, soweit die Vorstellung der Violine. Man sollte im Abschluss vielleicht noch kurz besprechen mit den Schülern, dass es das hier der kleinste Vertreter der Streichinstrumente ist. Die Bratsche als weiteres Streichinstrument ist ein wenig größer. Das kann man mit bloßem Auge so meistens gar nicht erkennen, weil der Unterschied relativ klein ist. Das Cello, was dann als nächstgrößeres kommt, ist vom Boden schon so groß wie ein erwachsener Mensch bis zum Hals. Und der Kontrabass als größter Vertreter ist dann wirklich noch größer als ein erwachsener Mensch. Und das ist die Familie der Streichinstrumenten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass die Erläuterungen verständlich waren und würde mich freuen über einen kleinen Kommentar auf der Seite www.midg.de. Danke!